Schatzi, wir sind jetzt live. Übrigens. Dauert es noch länger da bei dir, oder? Alles muss man selbst machen. Wie meinst du das? Ja, die Fingernägel könntest du eigentlich du mir machen. Du hast ja das mal gelernt, oder? Mhm. Das geht. Nochmal einen Schluck Energie nehmen. Bist nervös? Also ich kann ja, ich bin echt. Kannst du die Hände noch mal waschen, bevor du jetzt da loslegst? Wenn du denn schon, gell? Hallo, liebe Grüße aus der Steiermark, liebe Grüße aus der Schweiz, Schatzi. Und eigentlich alle hätte ich mal wünschen uns einen schönen Abend und freuen sich, dass wir mal wieder live sind. Würzburg ist auch dabei. Ich habe einen Test gemacht, wie lange so eine Glasnudel kochen muss. Ja. Niederösterreich. Nicht so lange. Wir machen einen Glasnudelsalat. Ich möchte kurz noch sagen, warum wir hier heute bei mir live sind. Wir sind hier live, weil beim Roland seinem Kanal sich immer so komische Sexdinger eingeschlichen haben und das alle genervt hat. Warum auch immer. Ja, warum auch immer. Deswegen sind wir heute hier, da nervt uns niemand, da ist es schön und es sind nur die Lieben dabei. Und das Ding wird dann auf meinen Kanälen dann gepostet. Geteilt. Geteilt. Aber das Live-Ding haben wir gemerkt, das nervt die dann einfach gewaltig. Pass auf, dass die nicht schneidest. Die ist so scharf. Die ist brutal, gell? Ja, aber da gibt es aber extra so ein Teil für obendrauf. Das ist das Teil für obendrauf. Mhm. Was ist denn da? Was gibt's denn heute? Das war eigentlich das Wichtige. Was gibt es heute zu essen? Das ist ja, wir haben ja so oft gekocht schon, gell, dass ich irgendwann dann auch gar nicht mehr weiß, was es schon gegeben hat und was nicht. Was ich noch nie gemacht habe, was ich auch so jetzt überhaupt nie gemacht habe, war, ist ein Glasnudelsalat. Also es gibt einen Glasnudelsalat? Ja. Mit ein bisschen Blut wahrscheinlich, wenn du so weiter tust. Wo ist denn das Ding? Das Ding. Er meint, du meinst, es ist da irgendwo drinnen wahrscheinlich, nein, oder? Nein, ich film da jetzt nicht rein. Schau, film da bitte mal rein. Glasnudeln. Schau, bitte. Da sollte es dann irgendwo sein. Ich glaube, jeder hat so eine Schublade, glaubst nicht? Ja, aber schöne Grüße aus Zürich. Wir haben 10 solche Schubladen, nicht nur eine. Nein, das stimmt nicht. Die anderen sind nicht so schlimm. Schau. Ja, du siehst es, geht doch. Also das Gerät ist... Ohne dem Gerät ist gefährlich. Ist aber ein richtig geiles Gerät. Ich habe mir mal meinen halben Finger weggeschnitten. Ich habe, ich bekam nichts dafür, ja. Wir machen keine Werbung. Ich habe es einfach, weil es einfach gut ist. Alles von denen ist eigentlich richtig gut. Also ganz runter schneide ich nicht, ja, weil aus dem, was hier über ist, könnt ihr... Könntest du mir sagen, was das überhaupt ist? Einen Saft machen. Das ist eine Süßkartoffel. Gut. Ihr könnt es jetzt auch mit einem Kürbis machen, würde auch gehen. Ihr könnt es auch Ich finde den Biss von der Süßkartoffel etwas besser, weil wir lassen die Süßkartoffeln in dem Fall roh. Wir schneiden die jetzt in Julienne. Und ich hoffe, dass mittlerweile jeder, der uns schon öfters zugeschaut hat, einen Entsafter zu Hause hat. Weil das, was... Ja, ohne Entsafter wird es hier schwierig. Gell? Die Reste sind, auch die Schale, entsaftet man und da kriegt man diesen Süßkartoffelsaft raus. Der ist roh. Einfach die rohen Süßkartoffeln wirklich entsaftet, geht richtig viel Flüssigkeit raus. Und daraus ziehen wir danach die Vinaigrette für den Glasnudelsalat. Aber man kann genauso eine Suppe machen, man kann genauso... ein Risotto zum Beispiel, können wir auch mal machen, oder auch ein Nudelgericht und dann die Nudeln richtig al dente kochen und dann am Ende einfach da drinnen in dem Saft weiterschmoren. Dann hat man diesen richtig schönen Süßkartoffelsaftgeschmack in den Nudeln. Du hörst interessiert zu, oder? Schatz? Nein, ich lese eigentlich mehr, weil du redest ja so gut. Schöne Grüße, das erinnert mich wieder an eine Folge...
Kutschner Posselpl aus Bad Oeynhausen. Deine Lieblingsstadt, glaube ich, gell? Ja. Bad Oeynhausen. Kann man das mal zeigen, wie du das schön schneiden kannst? Oh. Früher dachte ich ja immer, Süßkartoffeln muss man immer kochen. Bis du mich kennengelernt hast. Und, genau, muss man aber nicht übrigens. Bis du dann mich kennengelernt hast und ganz viele kulinarische Dinge kennenlernen durftest und gesagt hast. Na, ohne dich bin ich ja vorher nur auf Backerbsensuppe unterwegs gewesen, gell? Bist du auf der Backerbsensuppe dahergeschwommen? Ja, mit Tiefkühlpizza. So. Sehr witzig. Süßkartoffeln? War ein Witz übrigens. Süßkartoffeln in wunderschönen Julienne geschnitten, die kann man zwischendurch knabbern. Aber das muss man schon sagen, gell? Oh, sehr schön, ja. Schneiden kann ich. Mhm. Viel kann ich nicht, aber schneiden kann ich. Dann hatte ich jetzt unten noch so einen Kohl. So einen Kohl? Ja, Weiß, muss nicht sein. Weißkohl, Weißkraut. Ein Weißkohl. Und haben wir gedacht, das passt auch rein, wenn es ein Sellerie habt, schneidet einen Sellerie rein. Wenn ihr Kohlrabi habt, Kohlrabi perfekt, passt super dazu. Im Kühlschrank war dieser Endiviensalat, würde auch passen übrigens. Mhm. Ja, super. Aber in dem Fall auch schön in Streifen geschnitten. Es hätte jetzt eigentlich. Liebe Grüße aus der Südstadt in Köln und aus Graz und ganz viele. Hätte jetzt eigentlich so hinlegen können. Das wollte ich jetzt einfach so schön. So, nicht, also du, wir machen einen Glasnudelsalat, die gerade alles, kommen was sind. Da nicht reinkört, da hin tun, dass das schön hier der Kohl ist und hier die Süßkartoffel, weißt du? Ja, aber es ist schon so, dass wir das nachher vermischen, oder? Ja, aber jetzt möchte ich es ordentlich. Und ich sage mich zu wissen, dass ich das nicht gleich gemacht habe. Das ist cool, weil da ist die Maschine, weil die kocht und ihr Mann putzt. Genau anders als bei uns. Ja, bei uns macht der Mann alles, meinst du? Ja, genau. Der Mann putzt. Und kocht. Der Mann kocht, der Mann bügelt. Mhm. Genau. Der Mann geht einkaufen, der Mann geht saugen. Zähne putzen. Der Mann putzt mir auch die Zähne, gell? Tut, macht die Betten. Weißt du, ich glaube, du hast dein ganzes Leben lang noch nie die Zähne geputzt. Noch nie ein Bett gemacht. Außer vielleicht, als du beim Bundeswehr warst. Ich wollte gerade sagen, da ich war 12 Monate als Italiener, warst du zu der Zeit, wo ich, also vor 30 Jahren, noch. Ich würde mich gerne ein paar ausleihen, aber nur wenn du alles machst, was du gerade gesagt hast. Da muss ich mal richtig ran. Frühlingslauch. Ich frage mich, warum ein Frühlingslauch im November Frühlingslauch heißt, weil eigentlich sollte er dann Frühwinter- oder Spätherbstlauch heißen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube ja, dass das halt früher so war, dass diesen Lauch nur in der Früh, also nur, in der nur früh im Jahr gegeben hat. Und dann wurde er ja immer größer. Aber dann hätte man eigentlich, so wie sich die deutsche Sprache auch sonst verändert, eigentlich hätte man auch für diesen wundervollen Gemüse einen neuen Namen erfinden müssen, oder? Mhm. Aber der hat ja auch andere Namen, oder? Jetzt rattert's. Ja, Frühlingszwiebel. Jetzt rattert's. Bitte? Jetzt haben wir richtig gesehen, wie du überlegst. Ja, wie meint man das? Wie kann man es noch nennen, das Teil? Frühlingszwiebel. Was meint die jetzt schon wieder? Schau, ich habe hier, ein bisschen Minze. Ah, Minze? Minze und Koriander. Oh, ich liebe Koriander. Ja, warum glaubst du, warum ich Koriander drin habe? Weil ich den so gern mag. Ich tue das jetzt alles. Und weil er gut zu den Glasnudeln passt vielleicht, könnte auch der Grund sein. Zusammen. Ich tue auch. Bitte kein Gemüse gendern. Das ist geil. Ich mache ein bisschen
haben wir ja schon mal erzählt, was wir für ein intimes Verhältnis zu Granatäpfeln haben. Oh ja. Also das, ich weiß nicht, ich glaube schon. Wir haben, Winterzwiebeln. Ja, aber wir haben ein bisschen ein Problem, muss man wirklich sagen. Aber erst seit kurzem. Erst seit kurzem, weil wir haben wirklich immer, also zu der Zeit, wo die Granatäpfel jetzt perfekt, ja, die nächsten 2-3 Monate hast du einfach die perfekten Granatäpfel. Und unser Ritual ist immer das gewesen. Das ist mein Ritual eigentlich. Du hast nur mitgemacht, ein bisschen, so pseudomäßig dann irgendwann mal. Immer wenn ich neben dir gesetzt bin auf der Couch, du einen Granatapfel und ich einen Granatapfel, keiner durfte auf den Granatapfel des anderen langen. Und dann haben wir echt am Fernseher gesessen und haben dann geknabbert. Wir hatten damals eine dunkelblaue Couch und es war scheißegal, wenn der Granatapfelkern irgendwann mal auf die Couch gefallen ist. Jetzt haben wir eine beige Leinencouch. Und keiner hat daran gedacht, dass wir nie wieder Granatäpfel auf der Couch essen können. Die Couch ist was total Blödes. Die Couch ist so geil, aber wir können keine Granatäpfel mehr essen. Also, aber könntest du jetzt, es ist eher die Frage, wie zerlege ich den Granatapfel, ohne dass ich so eine Sauerei habe? Also du hast ihn jetzt auseinandergeschnitten. Ja. Jetzt tust ihn da drunter. Warte. Ja, ja. Okay. Und dann klopfe ich. Irgendein Ton stört, warum auch immer. Dann klopfe ich einfach drauf. Ja, irgendwas stört doch immer. Komisch. Bei mir haben wir jetzt nichts geändert. So. Oh, da gibt es noch Garnelen. Schau. Und dann muss man das weiße Zeug rausfiemeln. Das bisschen weiße kann man raus tun, ja. Reicht, oder? Dein war übrigens völlig emotionslos. Ich mag keine emotionslosen. Na, weil ich jetzt gerade gelesen habe, dass irgendwie der Ton schlecht ist. Und jetzt habe ich überlegt, weil wir haben ja nichts geändert. Nö. Jetzt ist er wieder gut. Ja. Okay. Schau. Süß. Also, das ist der Süßkartoffelsaft, frisch gepresst. Aus rohen. Heute netterweise schon vorher gemacht, damit das nicht zu laut wird. Hat mir netterweise der Andi gemacht. Der Andi ist ein Mitarbeiter, der mich in ganz vielen Dingen oder uns in ganz vielen Dingen unterstützt. Ja, man muss einfach auch mal sagen, ja, er macht nicht immer alles selbst. Süßkartoffelsaft, Sojasauce, zufälligerweise. Schleichwerbung, was du da gerade machst. Es ist keine Werbung. Ich habe auch nichts zu tun mit dem Produkt. Zufälligerweise habe ich gerade die allerbeste Sojasauce bei uns zu Hause gehabt und habe gedacht, jetzt nütze ich die. Seit ich mit dieser Sojasauce oder seit es die Sojasauce gibt, witzigerweise, wir waren heute Mittag zufällig beim Hans Reisebauer, beim Partner oder Macher der Sojasauce. Und wir haben, er hat Gans gemacht, wir haben Grünkohl oder Rotkohlsalat gemacht, wir haben Kartoffeln gemacht und wir haben nur im Wasser der Kartoffeln Salz gebraucht. Wusstest du das? Ja. Wir haben alles, was Salz ist, mit der Sojasauce gemacht. Und dann ist es nicht nur dieser banale Salzgeschmack. Es ist einfach tiefer, es ist malziger, es ist geschmacklich einfach ein komplett anderes Level und immer noch salzig. Gibt es Fragen? Ganz viele. Erdnüsse? Aber ja, kommen wir nicht dazu, du redest ja immer. Schau mal, wie das schön ausschaut jetzt. Ich möchte das eigentlich gar nicht mischen. Schau, ich tue jetzt die Garnelen, ein bisschen Olivenöl, ja, Olivenöl kann man hernehmen zum Braten, perfekt. Die Garnelen. Ah. Braten wir jetzt an. Ob du mal so eine Art Utensilienschulung machen kannst, also
welches Messer, welche Pfanne und welchen Topf, bei welchen Sachen und warum und wieso und weshalb? Ja. Aber wann? Jetzt nicht, oder? Nein, jetzt nicht einmal. Okay. Das ist jetzt Peperoncino, ein italienischer Chili, für mich ein Chili, der für mich sehr gut passt, ja, weil ich einer bin, der was nicht unbedingt den schärfsten Chili braucht. Da bin ich ein bisschen Weichei. Und Peperoncino ohne Kern vor allem. Eine schöne milde Schärfe. Dann Knoblauch, gerne frisch, aber so richtig schönen frischen Knoblauch gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Deshalb nehme ich immer wieder total gerne diesen getrockneten kalifornischen. Der riecht so geil. Also findest, das sage ich immer wieder gerne, ja, dass kaum ein Knoblauch so aromatisch ist wie dieser sonnengetrocknete. Da hat jemand am Nebentisch gegessen, als der Hans das Gansel gekauft hat. Das was? Die Gans. Echt? Lustig, oder? Die Welt ist so klein und Österreich noch viel kleiner. Hans, du hast die Gans gestohlen, ja, gib sie wieder her. Ja, aber die sind ein Magen. Gib sie das wird schwierig, sagt das nicht. Schau, Olivenöl. Ja, das Fett, ist da drinnen. Und die Garnelen. Das da Wichtigste. Ein ja. Bisschen von dem Saft einfach da rein. Ja. Bisschen schunkeln. Ich habe ja in Wahrheit, wenn man ein richtig guter Koch ist, selbst wenn man, also man stelle sich vor, man ist der Poissonnier, sprich der Fischkoch, in einem Restaurant, der den ganzen Abend nur Fisch brät. Der allerbeste Fischkoch ist derjenige, der die Pfanne nicht einmal in die Spüle bringt, weil er einfach immer wieder diese Röststoffe aufarbeitet, ja, wieder ablöscht, wieder in die Soße mit einarbeitet, wieder in seine Fischsoße, wieder in seine Bouillabaisse mit einarbeitet. Das ist der Koch, der das Kochen am allerbesten verstanden hat, weil der größte, der beste Geschmack bleibt oft leider in der Pfanne. Traurig. Und landet in der Spülmaschine. Ja, das ist blöd. Schon ein bisschen blöd, gell? Ja, sehr. Schade eigentlich. Jo. Aber ich glaube, so jemand, der den ganzen Abend nur Fisch kocht, ich glaube, dem rennen dann die Katzen hinterher. Was meinst du, wenn der rausgeht also, aus dem Restaurant? Ich kann das bestätigen. Mhm. Also, denke ich mal. Ich habe lange ich wusste, nur dass Fisch deine gekocht. Kommt. Ich so konnte lange. Ich habe lange Fisch gekocht. Mhm. Und ich schwöre es dir, mir sind die Katzen so hinterhergerannt. Ja, ja. Und es waren meistens die zweibeinigen Katzen. Ja, ja, ja. So, Garnelen. So, jetzt tun wir das da rein. Ja. Also machen wir so ein Zzzz. Ja, eine gescheite Portion, gell, was da jetzt entsteht. Ja, ich habe Hunger. Schau, jetzt nochmal hier. Geben wir nochmal ein bisschen Limettenzeste rein. Limettenzeste? Die intelligenten Köche. Also es geht heute nur um intelligente Köche, das ist spannend. Also ich zähle mich nicht dazu, würden nee. Das machen, bevor man sie auspresst. Ja, aber dann tut man sich ein bisschen leichter. In dem Fall würde man sich leichter tun, aber ich tue jetzt nicht hier die Zeste weg. Mhm. Also erst die Zeste. Und dann den Saft, weil dann ist das ganze Ding ein bisschen stabiler. Dann reimen wir gleich. Oh, das ist süß. Mein Freund und ich haben uns quasi aufgrund eures ersten Live-Koch-Videos im ersten Lockdown kennen und lieben gelernt. Danke dafür. Wie ging das? Okay, das steht jetzt nicht mehr dabei. Ja, aber das interessiert mich. Die Chrissy, die tut ihre Pfanne nie mit. Die bekommt nur Wasser, ohne Spülmittel. Ja. Bravo Chrissy. Und es, die Pfanne das sagt, es ist, schaut lecker aus. Richtig geil. Darf ich das probieren? Das ist der Hammer. Ja, darf ich das probieren? Du darfst probieren, wenn ich dein Gesicht filmen darf. Ja. Komm. Ja, aber du musst das alles hier so halten, sonst ist hier wieder. Schau, jetzt wird es wieder. Hier gibt. Sie schaut schon gut aus, oder?
meine Frau. Es gibt her. Aber streng ist sie ein bisschen. Sie macht ganz gerne. Komm. Aha. Jetzt macht sie. Oh ja. Das ist geil. Oh. Das ist wirklich gut. Boah, das ist aber selten, hast du so was Gutes gemacht. Ja. Oh, das ist wirklich, wirklich. Und eine sage ich euch. Wirklich gut. Eine sage ich euch. Sie würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ja, das stimmt. So gut kenne ich sie. Aber auch der Chili ist super dazu. War gell? Mega. Hm? Also eine geile Schärfe. Also Leute, wenn ihr, so wie wir, also wir, Dani und ich sind ja in der Schärfe, in der Schärfe sehr, sehr ähnlich. Ja, also sind uns einig, oder? Ja, wir sind so sensibel. In ganz vielen Dingen. Jetzt habe ich gerade noch eine Idee gehabt. Ein bisschen Fischsoße noch dazu. Wie nett. Manchmal tust du auch das, was du Beste Fischsoße ever. Acqua pazza. Colatura di Alici. Acqua pazza. Die ist total schwierig zu bestellen. Das verrückte Wasser. Schau mal, sie schreibt, wir haben eure Videos gemeinsam aus der Ferne gesehen und dann darüber geredet und irgendwann auch gemeinsam nachgekocht. Das gibt's ja nicht. Und so haben sie sich kennengelernt. Ja. Das ist aber echt geil, oder? Mhm. Das ist brutal. Soll ich nochmal wiederholen, was es ist, die Vinaigrette? Ja, sag's noch. Weil es gibt ja nicht genug geile Vinaigrettes. Der Saft. Jetzt verschluckt hat. Der Chili habe hängen ja, oben, links hinten drinnen. Da bei dem Zäpfchen, oder? Süßkartoffelsaft. Ja, frisch aus gepresst. Aus rohen Süßkartoffeln. Ja. Beste Sojasauce ever. Colatura di Alici. Fischsoße. Muss nicht sein. Muss sein. Chili, Peperoncino, für mich muss der sein. Man kann einen Jalapeno nehmen, der natürlich schärfer ist. Ohne Saat. Das war der Peperoncino. Der ist ohne Saat. Den gibt es aber auch mit Saat. Und dann wird er ein bisschen schärfer. Für die nicht so weicheierig sind wie wir. Genau. Limettensaft. Limettenzeste. Ja. Geriebener Ingwer. Schnittlauch. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Olivenöl rein. Aber warum? Es war schon perfekt. Jetzt ist es noch perfekter. Hm. Ich möchte immer wieder mal überraschen. Sylvie, wenn du sagst, kein Chili für mich, spucke Feuer, der ist wirklich nicht schlimm, weil wir sind beide echt, echt, echt empfindlich. So, jetzt Glasnudeln, Salz, Wasser. Warte mal. Glasnudeln, Salz, Wasser. Ich weiß gar nicht, wie viele. Das weiß man nie. Das sind immer zu viele. Das reicht schon. Weil das, weißt du jetzt, wie lange die dauern? Ich schätze 3-4 Minuten. Also ich probiere sie danach einfach mal kurz. Aber man sieht es ja nicht, wenn sie dann so ein bisschen schleimiger werden. Aber es ist fast schade, das Ding jetzt umzurühren, oder? Ja, wieso? Ja, weil das so schön ausschaut, finde ich. Ja, aber das schaut sicher umgerührt auch schön aus. Ja. Vor allem, es schmeckt halt dann besser. Ja, aber das Risiko, wenn es danach nicht mehr so schön ausschaut, dann kann sie es ja nicht mehr so zusammen so auseinanderpflücken. Was ist mit dir? Gibt es einen Tipp, damit die Glasnudeln nicht so zusammenkleben? Ja, schau. Rühren. Und in Wahrheit ist das jetzt die Glasnudeln, die geben nochmal so eine schöne Struktur in das Ganze rein, aber in Wahrheit ist es ja einmal der Weißkohl, die Süßkartoffeln, es sind ja so viele verschiedene Dinge dran und der Glasnudel, also die Glasnudeln, das ist ein kleiner Teil von dem großen Ganzen.
werden wir danach schon richtig auseinanderrühren da, oder? Ja, ja. Die Fischsoße, die müsst ihr googeln, weil die, wir haben die auch immer irgendwo anders bestellt und dann wieder da, weil die gibt es immer nicht überall. Ja, halt mal drauf. Colatura di Alici. Colatura di Alici. Alici sind die Anchovies, die Sardinen, die dann, ja. Und? Ja, ein bisschen zäh. Darf ich auch mal eine probieren? Eine? Mhm. Mm. Die sind aber doch schon gut. Ja. Nicht? Doch. Wenn du, wenn du sagst, es ist gut, dann ist gut. Mm. Eines habe ich gelernt. Meine Frau widerspreche ich nicht mehr. Ja, nein, ja. Gar nicht. Das, merken wir uns das. Hey. Wir speichern das Video. Wir teilen es auch auf dem Roland seiner ich Seite. Ich widerspreche dir nicht. Nein, du bist ja... Ich muss, glaube ich, immer so live nee, das Handy anlassen. Bist du so süß? Ja, aber ich brauche dir grundsätzlich hier nicht widersprechen, weil du ja immer recht hast. Weil in allem, was du sagst, sagst du ja eigentlich immer genau das, was ich eigentlich auch schon denke. Verstehst du, was ich meine? Mhm, das ist ja praktisch. So, jetzt. Und das ist ja jetzt wurscht, wenn der da warm heiß reinkommt, die Nudeln, gell? Ja, das ist sogar gut. Ja, dann tut es das besser für mich, das oder? Tut mir uns so leid, wenn ich das jetzt... Damit muss ich da so ein bisschen Platz machen. So. Ich glaube, die perfekte Menge Glasnudeln übrigens, gell? Hast du das schon gesehen? Weil du es gesagt hast, dass das genau die richtige Menge ist. Die Sojasauce, bitteschön. So. Oh, weil ich schau, da liebt jemand die rote Beetenjocke, die du mal gemacht hast. Die waren auch so geil. Entschuldigung. Sag die waren mal. Geil, gell, damals. Ja. Das tut der Die könntest du mal wieder machen. Wieso soll ich die nochmal machen? Die sind doch schon im Kochbuch drinnen. Die sind ja, doch, aber ich würde es halt gerne essen. Also für machen. Uns jetzt. Ja. Ja. Hey, irgendwie taugt mir das ganze Zeug da nicht. Wieso? Ja, weil das nicht perfekt ist. Man bräuchte jetzt das dafür. Ja, aber das ist doch super, wenn du dir jetzt ein Problem hast, weil die alle Leute zu Hause haben ja damit auch ein Problem. Jetzt zeig mal, wie man das schön gemeinsam vermengt. Oh, echt. Ey, ich habe jetzt gerade meine Ding extra schön gemacht, meine Fingernägel. Ich habe mal meine Hände gewaschen, davor desinfiziert. Es ist für uns drei. Und wenn davor die Frage aufkam, was man machen soll, dass die nicht zusammenkleben. Ja, haben eh schon welche geschrieben in die Finger. Dann kann man so einfach am besten. Na, gar wunderbar. Ach, das ist aber geil. Nein, das fühlt sich so schön an. Magst du mit rein? Nein. Nein, wirklich nicht. Okay. Wie lange glaubst du, geht das noch so? Wie fühlt sich das an für dich? Was? Ja, das, wenn du das siehst. Ich habe das Handy da. Also, wie sich das anfühlt. Ja, so, vom was geht jetzt in dir ab, wenn du das hörst? Nix. Wenn du das siehst, wenn nix. Du das riechst, gar nichts? Nein. No. Hast du kein Gefühl? Nein. No. Ich freue mich, dass ich jetzt was zum Essen kriege und ich habe Lust, was zu essen. Aber ja, ja, aber das sage ich ja, das macht dir dann Lust, oder? Ich kriege jetzt nicht unbedingt irgendwie... Kriegst du es nicht? Erotische Vorstellungen oder so, wenn du meinst. So. Auch wenn du das gern hättest, eventuell. Weiß ich nicht. Ist das jetzt unser neues Vorspiel oder was ist los? Das wäre ganz cool eigentlich. Okay, einfach mal so ein Glasnudelsalat als Vorspiel. Okay. Wir verstehen uns. Heute gibt es wieder Glasnudelsalat. Wenn ich in der Küche stehe und Glasnudeln mariniere ja, oder massiere, dann lege ich mich schon weißt du Bescheid. Nackt ins Bett und warte auf dich. Ist das schön? Mhm. Also das, Leute, würde ich an eurer Stelle einfach mal ausprobieren. Ja genau, ich muss meine Bürobrille noch holen vorher. Zu den Glasnudeln. Aber wichtig ist,
Also, Was was kann gibt man es? statt immer Süßkartoffelsaft? Das finde ich super Frage. Wenn man jetzt keinen Safter daheim hat, was kann man denn da noch statt dem reintun? Also ich nehme den Süßkartoffelsaft einfach, weil er einmal ein geiles Aroma hat, weil es natürlich die Süße gibt. Orangensaft würde auch gehen. Also wenn man jetzt drei Orangen reinpresst in diese Vinaigrette, ja, dann wäre es auch eine gute Alternative. Ja, man kann, ich glaube, es ist die bessere Alternative. Natürlich kann es Ballenzucker hernehmen und die Süße so reinbringen, aber Karottensaft. ja, aber wenn Sie keinen Entsafter haben, dann würde ich einen Karottensaft, einen gekauften, nicht empfehlen. Weil richtig lecker ist so ein gekaufter Karottensaft überhaupt nicht. Apfelsaft. Na. Zu süß. Ja, Orangensaft. also Apfel passt für mich auch jetzt kopftechnisch überhaupt nicht zusammen, ja, mit den anderen. Nicht? Na, also zur Sojasauce, zur Limette und schwierig. Aber Darf ich das auch jetzt probieren? shit, ich drehe das für dich Ja, aber du auf. drehst ja wieder so. Ja, das kannst du in dein Komm. Riesending reinstopfen, aber nicht in meinen Mund. Nein. Schatzi, komm. Mangosaft. Nein, ich halb so viel. Tu das mal bei dir rein und schau, ob es irgendwo zugeht, die Luke. Ey, mega. Mach das so nicht so riesig wieder. Oh. Ja, einen Granatapfel obendrauf, das finde ich ganz toll von dir. Es ist gut so. Ein Erdnüsschen Oh ja, das ist super. und hinten dran ein Garnelchen. Oh, jetzt ist er doch wieder so riesig, du nervst so. Ja, komm. Na, 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 dieses Erdnüsschen. Das hat elegant ausgesehen. Ja. Geil, gell? Ja. Gut. Schön. Kann man machen. Wichtig, schau, da drinnen jetzt die Vinaigrette, die muss natürlich ausreichend sein. Spart's nicht mit der Vinaigrette. Wichtig ist, dass das ganze Ding so richtig lecker schmeckt, dass so Schlonzig. richtig alles Viel schlonsig Salz. ist, ja, dass du, wenn, also das muss schmecken, ja, und Ziehen die Glasnudeln auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit oder sind die nicht so die Zieher? na, die ziehen nicht so arg. Vor allem zieht, also lässt in dem Fall ja auch die Süßkartoffel wieder Flüssigkeit, ja, der Granatapfel lässt Flüssigkeit, also es ist, glaube ich, Also es ist so eine lebendige Masse In 3 Stunden quasi. kannst du es, glaube ich, immer noch perfekt essen. Also da passiert jetzt nicht mehr recht viel. Also das kannst, aber das ist so ein Kann Nudelgericht, man so ein auch so Salat. zum Mitnehmen für die Arbeit oder so. Super. Also wirklich richtig geiles Gericht. Nochmal. Glasnudeln, Weißkraut, Kohl, Süßkartoffeln in feine Streifen, roh, den Rest entsaftet, Granatapfelkerne, Erdnüsse, Limettensaft, Limettenzeste. Koriander. Die ganze Sojasauce, Koriander, Minze, Minze. Minze. Schnittlauch, auch Basilikum, wenn man daheim hat, Frühlingslauch oder Frühlingszwiebel oder Novemberzwiebel, Chili, Olivenöl und Kommt dann bald die Dezemberzwiebel. der kalifornische Knoblauch. Und ja, Und dann noch viel Gefühl viel beim Gefühl. Umrühren. Genau. Und ja, was gibt es Und noch viel zu Spaß sagen? und guten Appetit. Ja, etwas muss ich noch sagen. Ich habe gerade gesagt, Die Socken fehlen. dass wir heute Mittag beim. Schau, ich habe Äffchen jetzt drauf. Nee, oder? Schau. Äffchen, Oh. keine Streifen. Dass wir beim Hans waren, habe ich davor erzählt, ja. Bei unserem Partner. Wir sind ja schon im Lockdown wieder. Wieder mal. Und wir dürfen aber arbeiten. Also wir waren nicht, dass man irgendwelche komischen Meldungen, vielleicht schickt uns die Regierung, ist sogar die Polizei vorbei. Wollen wir nicht. Erklärung, wir haben gearbeitet. Wir sind unsere Zahlen mal durchgegangen. Wir müssen die Produktion ein bisschen gemeinsam checken. Deshalb waren wir heute in Oberösterreich. Also nicht, keine Hater bitte. Wer macht das neue Fass geschehen?
Und die Presse. Bist du deppert? Ich habe die Presse fotografiert. Die Presse ist so schön. Wir stellen ein Foto drauf mit der Presse. Und den Acker haben wir auch besichtigt, wo die neue Sojasauce gepflanzt, die neue Sojabohne gepflückt hat. Ja. Ich esse jetzt. Ja. Tschüss. Viel Spaß, jetzt geht gleich First Dates los, nicht verpassen. Yes, ja, geil. Ja, das ist ein perfekter Timing, das oder? Das ist schön jetzt, oder? Schöner Übergang. 10 Minuten. First Dates bei Vox. Weiter geht's. Wenn es meine Fresse nochmal sehen möchte, jetzt im Anschluss. Oder geht's kochen?